vorgestellt. DevLife, Vorschau Nummer 3 wäre es eigentlich. Allerdings muss ich sagen, ich habe das Spiel nach einem Update nicht wieder richtig ans Laufen gekriegt. Es hat sich was getan, wie wir sehen. Leider finde ich gewisse Button nicht. Ich kann hier ja was bauen. In gewissen Räumen und sowas. Das ist ja alles ganz prima hier, wie wir sehen. Aber blöd ist nur, dass ich... ich kann nichts suchen, ne? Ich weiß nicht, wo ich an Jobs komme. Das funktioniert hier gerade nicht, oder? Ich habe hier den Messages, das ist klar. Können das jetzt mal hier laufen lassen. Und sehen dann, dass uns das hier alles gerade nicht weiterhilft. Ja. Hier, Workstation Tracker. Ich kann hier innen rechts anklicken. Und dann kann ich Learn machen. Das können wir mal gerade noch machen. Dann kann ich entscheiden, was. ne, Programming wollten wir, glaube ich, machen. Oder ne, das können wir machen, ne? Machen wir das mal hier, weil dann müssen wir ja da, sehen wir ja unsere Werte, glaube ich, ne? Die wir haben. Ne, sehen wir nicht. Machen das mal einfach, der lernt jetzt was. Aber unser Fenster hier oben zum Beispiel zum Auswählen ist auch nicht mehr da, ne? Und das gleiche, wie gesagt, ich kann keine Jobs suchen. Und das Einzige, was ich festgestellt habe, dass ich jetzt auf dieser Karte hin und her scrollen kann. Das konnten wir letztens noch nicht. Also das hat sich hier verändert. Oh, hier kann man sogar in eine neue Welt. Okay, City Center Office, Price, okay. Sehr interessant, das war bis jetzt dato ja noch nicht eingefügt. Oder beziehungsweise ich kam nicht dorthin, sagen wir es mal so. Gibt es da noch einen Weg oder da noch einen Weg? Nee, gibt's nicht. Also es gibt nur diesen Weg wieder zurück hier. Und bei hier, gibt es hier noch andere Ausgänge? Nee, gibt nur den Weg nach da oben. Okay. Aber das ist der Unterschied. Das konnte ich jetzt hier noch rausfinden. Ihr seht, owned, property price, furniture price. Ist klar, das ist alles das eigene, weil es das Familienhaus ist. Programming Bonus gibt es da nicht. Maximum Employees 2 Leute. Also wir können noch einen einstellen. Location Builds sind 600. Da sieht man auch die Aufschlüsselung der ganzen Sache. Company Operation Cost ist 250. Mont Gage, keine Ahnung was. Das ist auch 200. Water kostet 25. Electricity 75. Internet 50. Hier können wir nur sehen, wie viel Platz. Oh, jetzt wird's Nacht. Sehr interessant. Tagwechsel, Nachtwechsel ist auch da. Your Pelt, Your Bill sieht man hier. Allerdings, wie gesagt, mir fehlt das Fenster. Zum Beispiel, damit man was macht, ne? Also mit dem Dingens kann ich hier drehen. Ja. Das ist jetzt gerade nicht so gut, ne? Ich kann hier... Oh, New Project, jetzt geht das. Learning, okay. Nur noch über diesen Weg, oder wie ist das? Nee, weil ich kann ja trotzdem nichts suchen, ne? Create Project. Aha, jetzt kommt das Fenster auf jeden Fall. Manual Testing, das macht natürlich er, ist klar. Das läuft auch. Web Development, Manual Testing, weiß nicht. Naja, ist erstmal gut. Er bringt sich auf jeden Fall was bei, wie wir sehen. Und fertig. Aber das Problem ist, dass ich jetzt nicht hier Commercial, oder ist es jetzt dieser Weg? Und ich müsste jetzt einen Job aussuchen können und das kann ich leider nicht, weil mir fehlt da der andere Weg dahin, ne? Ich sehe ja auch unserem... Ach ja, warte mal, hier ist jetzt was neu. Ah! Dieser Button ist jetzt da, der war vorhin noch nicht da. Ich weiß nicht, woher er jetzt kommt. Also es geht wohl doch irgendwas, ne? Aber allerdings sind wir gerade mit dem Geld so ein bisschen schlecht, ne? Only Unlocked hatten wir letztes Mal und dann suchen wir gerade mal was. Was muss er machen? Ah, jetzt geht's wohl doch wieder. Ich weiß aber nicht, der Button war nicht da. Warum der nicht da war, keine Ahnung. Ja, 190, 610, ich glaube, wir müssten jetzt erst eine Pause haben, ne? Obwohl, er füllt sich gerade auf, aber er ist nur noch bei 50%, das ist nicht gut. Wo waren das jetzt? Hier, ne? Genau. Ich glaube, wir machen mal den dann nur. Manual Testing, accepten wir. Und dann muss ich Projects machen. Create Project.
Manual Testing ist da. Create the Project und let's go. Das kriegt er ja relativ schnell hin, so wie es aussieht. This game has been saved. You reach level 5. Das ist auch gut. Level up. Wir haben noch 27 Sekunden. Das ist aber alles gut, weil das hier gleich fertig ist. Bugs gibt's nicht. Also Release. Wir haben jetzt Geld verdient. Wir sind mit dem Geld durch diese Sache natürlich gerade runtergegangen, wie wir sehen. Das ist nicht so toll. Den wollte ich löschen. Den wollte ich haben. Und ja, wir akzeptieren ihn jetzt auch, wenn wir gleich überarbeitet sein werden. Create Project. Was brauchen wir? Scripts und Manual Testing ist da. Create Project. Und mach das mal. Jetzt haut er die Bugs da natürlich wie bekloppt rein. Wir müssten mal hier gerade ein bisschen Energy tanken, weil wir nichts mehr haben. Wir sehen hier, ist der Hellgro, hört da auf. Der wird immer schlechter. Da haben wir ein Problem jetzt mit. Der braucht bald Urlaub, ne? Und das noch schnell. Sind wir jetzt leider nicht zugekommen, das sofort zu machen. Wie ihr seht, wird der Button immer kleiner. Der braucht unbedingt Urlaub. Wir kriegen das Projekt definitiv nicht fertig dann. Das ist schlecht. Jetzt geht es doch ein bisschen besser noch. So, das haben wir fertig. Dann können wir releasen. Okay, wir haben jetzt $960. Das ist jetzt ein bisschen Geld. Doof ist jetzt, dass wir Skill Points können wir da verteilen. Gehen wir da hin? Ja, können wir da hin. Wir wollten letztes Mal mal gesagt, wir wollen den hier eigentlich verteilen. Ja, das gibt hier plus 6, da plus 1, da plus 2. Wenn wir den machen und den Upgrade machen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Sprachen davon, wenn wir den machen, haben wir 8. Es gibt 6 dazu, wäre dann 14 oder was. Ich glaube, wir machen das mal, ne? Ja, machen wir. So, jetzt müssen wir das natürlich noch erlernen, oder wie war das? Achso, accept. Er braucht jetzt auf jeden Fall erstmal Urlaub. Spiel ist in Pause, dann müssen wir das rausnehmen. So, jetzt tankt er wieder auf, aber richtig auf dann. Create and manage your company. Also diese Buttons, da ist jetzt auch einer gerade wieder mehr gekommen und kein Mensch weiß, woher die kommen, weil sie vorher nicht da waren, ne? Naja, so ist das halt. Okay, wir tanken erstmal auf, das ist wichtig. Wir müssen gucken, dass wir mit unserem Geld einigermaßen hinkommen noch. 350 wieder runter. So, jetzt ist er fertig. Dann machen wir hier wieder eine 0 raus, weil da wollen wir ja kein Geld für ausgeben. Tut's aber trotzdem, wie wir sehen. Also es spielt keine Rolle, wenn du 0 machst. So, mal 2 Aufträge wieder. Und wir haben jetzt hier 320. Das machen wir als erstes. Dann brauchen wir Scripts, die sind da. Project und starten das Ganze. Das sollte ja fix gehen, da sind wir ja schon ganz gut drin. 7 Bucks, 8 Bucks. Zeit läuft uns ein bisschen weg. Okay, jetzt die Testing-Geschichte, jetzt nur noch die Bucks raushauen. Ah doch, das sollten wir eigentlich einigermaßen hinkriegen. So, da ist das fertig. Rausgehauen. Ich habe 550 Fans. Wie, was, wo, habe ich jetzt nicht verstanden. Hat es gerade gegeben? Ja, hat es gegeben, okay. Spiel ist in Pause, das ist immer gut. Und dann müssen wir gucken, dass wir mit mehr Geld kommen. Das bedeutet, das weg. Dahin. Dann müssen wir den hier haben. Da brauchen wir Testing and Structures. Machen wir. Dann kann das weg.
Den hatten wir schon abgeschlossen und das war beides accepted. Das heißt, der ist gleich auch weg. Ja, können wir ja schon weglassen, weil beides ja auch accepted ist, ne? So, game has been saved, okay. Das bedeutet, wir machen hier erstmal weiter. Ne, create project müssen wir machen. Structure, testing und wo ist jetzt Structure geblieben? Da oben. Create project und los geht's. Danach müssen wir erst eine Pause machen, dass wir wieder hier voll werden. Okay, der ist bei der Hälfte der grüne Balken. Deadline spielt eher weniger das Problem. Ich glaube, wir müssen mal einmal $25 hier investieren. Jetzt noch die Bugs raus. Sollten wir aber hinkriegen. Und Release. Gut, da haben wir jetzt ein bisschen Geld gekriegt. 1135, das geht ja schon mal. Jetzt müssen wir nur kurz ein bisschen hier unseren Balken wieder auftanken. Look for commissions, ja. Ja. So, you paid your bills, dann sind wir ein bisschen runtergehauen. Das hat uns wieder reingezogen. So, mehr wird nicht. So, wenn ich jetzt hier 0 mache, geht er sowieso auf. Das war ein Bug wahrscheinlich, ja? Ja, 160 ist Minimum. Wenn ich jetzt das mache, dann setzt er auch wieder, dann kann er auch gleich 2 suchen. Und starten und suchen. 160 sind wir leider losgeworden, wie wir festgestellt haben. Und hier haben wir Script and Structure. Spielt jetzt auch keine Rolle, können wir sofort machen. Createn, Structure und Scripter, Create Project und los geht die Reise. Grüner Balken ist ja noch da. Wir sind auch schon 20 geworden. Läuft einigermaßen. Bugs in der ganzen Geschichte. Da müssen wir einiges dran arbeiten noch. Hat er aber ganz gut schnell hingekriegt. Okay, er ist hier auch relativ zügig unterwegs. Vielleicht schaffen wir das auch ohne hier Energie zu tanken. Er wird schon müde jetzt. Komm, einmal 25 dabei legen lieber. Bevor wir da ganz runterrasseln, ne? 3, 2, 1, Release. Fertig. Haben wir 890 jetzt. Der zweite ist dann da. Können wir noch angucken. Website Structure. Aber wir müssen kurz im Moment warten, bis unser Balken hier wieder voller wird. Sonst hat das keinen Sinn. Sonst kriegen wir da Probleme. So, der Februar ist schon zu einem Drittel rum, wie wir da oben an dem Balken unter dem Datum sehen. So, da das nur eine Aufgabe ist, müssten wir das jetzt eigentlich so hinkriegen, denke ich. So, Create Project. Was war da gefragt? Structure. Create. Und er geht da ran und arbeitet da dran. Das Game has been saved. Okay, $890 haben wir zurzeit. $18 sind da drin, das ist nicht gut. $5 noch. Und releasen wir den. So habe ich jetzt 640 dafür gekriegt. War das so viel? Okay, dann ist auch nicht schlimm. Population ist gestiegen. Das war nur 330 hier, oder? Keine Ahnung, warum das jetzt so viel war. So, wie sieht es mit unserem Balken aus? Der kommt gerade wieder. Das heißt, wir können erstmal Suchkriterien wieder machen hier.
Das kriegen wir noch hin. Obwohl das auch nicht Sinn macht, ne? Weil wir ja, zack, den grünen Balken immer brauchen. Und in der Zeit läuft das vielleicht was ab. Wir haben unsere Rechnung bezahlt, haben wir 1020 Dollar jetzt. Also es wurde gerade mehr. So, jetzt ist gleich der grüne Balken voll. Wir gucken mal schon rein. Das sind jeweils zwei Sachen, also egal welche. Structure und Scripts. Createn wir das. Structure und Scripts. Create Project und los geht's. Ja, da rein. So, das eine hat er fertig. Wir erholen, lassen ihn jetzt gerade hier zwischen den zwei Sachen ein bisschen erholen. So, auf geht's. Sollte er trotzdem noch schaffen, ne? Ist ja ein guter, ne? Deadline noch knappe Minute. Also alles gut. 350 mussten wir wieder bezahlen. Jetzt bei 670 und jetzt können wir releasen. Also es hat damit zu tun, dass wir, wie viel wir vorher fertig sind, dass wir mehr kriegen, weil es stand ja nur 330, wir haben aber 380 gekriegt, ne? Meine ich jedenfalls, ne? Ja. Das heißt, umso schneller wir fertig sind, umso mehr Geld kriegen wir dafür, noch einen Bonus sozusagen. Ah, hier steht es ja auch. Hi, we need you to make a simple website structure and simple website script for us and we offer you $420. Ah, ne. If you manage to do it under 145. Ja, okay. Ja, steht da doch nicht. Ich dachte, es stand da. Aber, naja. Ist jetzt auch nicht so spielentscheidend. Entscheidend ist, dass wir das nächste machen hier. Structure war gefragt und Script war gefragt. Create. Und wir können mal noch ein klein bisschen warten, bis wir das machen. So, jetzt können wir schon mal die erste Runde loslegen. Können ja hier uns auch wieder rausnehmen, ne? Falls wir da nicht schnell genug fertig werden. Der Balken da. So, machen wir kurze Pause. Dass er sich wieder ein bisschen erholt. So, und dann ziehen wir nochmal wieder rein. Jetzt macht er die Bugs noch raus. Kurze Pause wieder, dass er sich erholt. So eine Minute haben wir noch gleich. So, auf geht's jetzt. Schauen wir, dass wir das damit schaffen, ne? You got a message, okay. New furniture unlocked, okay. So, gleich mal nochmal genauer gucken. Erstmal das Projekt hier fertig bringen. Grüne Balken geht. Wir machen schon die Bugs raus. Und können das releasen. Gut, das heißt 770, das ist weg. Das waren die 380, ist auch weg. Das sind die zwei erledigten Aufträge. Und hier haben wir jetzt Following Furnitures have been unlocked. Darkwood Desk 2x 4:3 Monitor. You can check them out in the Build Mode. Okay, Build Mode war ja hier. Das ist der dann, okay. Jetzt wüsste ich gerne, was das bringt, aber da könnte ich nur einen zweiten Arbeitsplatz einrichten wahrscheinlich und mehr nicht. So, das heißt, hier kommen wir nicht so wirklich weiter gerade. Jetzt können wir mal gucken, dass wir ihn erstmal erholen lassen, genau. Und dann 1470, wir sind ein bisschen besser geworden, denke ich. Lassen ihn jetzt erstmal hier wieder suchen. Er muss suchen. Da haben wir wieder Sachen. Hier ist nur einer, dann machen wir den als erstes. Script.
Script ist da, Create Project, und wir hauen ihn da rein, obwohl wir waren ziemlich voll mit grün. Naja, passt schon, ne? Das Spiel ist wieder gespeichert worden. Geht aber. Noch einen Bug reingemacht. Jetzt wieder einen raus. So, jetzt kommen die Bugs noch weg. Und released. You've got 80 Fans, okay. Mehr gab es da nicht für. Das kann weg. Furniture kann auch weg. Dann bleibt uns noch hier die zweite Option. Und 120, oder 1,20, 35 und Testing, das können wir gut machen, denke ich. Allerdings müssen wir uns da erst wieder erholen. Structure ist gefragt und Testing ist gefragt. Create Project. Wenn wir im Testing ja richtig gut sind, ne, da können wir schon mal loslegen, denke ich. Ist nur gleich wieder früh genug hier aufhören. Testing läuft nämlich schon. Lesen können wir ziemlich schnell wohl. Ja, den können wir auch durchlaufen lassen gerade. Bugs gibt es da ja nicht. Jetzt muss er hier wieder regenerieren. Ah, die Zeit wird dann doch knapp. So, nochmal. Schauen, dass wir fertig werden. Balken darf noch nicht zu weit runtergehen, dann haben wir ein Problem. Machen wir kurze Pause nochmal. 30 Sekunden noch. Lass weiterlaufen. Jetzt kommen die Bugs raus. Und wir können releasen. Alles gut geklappt, oder? 1200 haben wir auf dem Konto. Ah, gut. Die waren fertig beide, ja. So, dann das. Dann geht's wieder an Start Researching. Warten wir kurz ab, bis er da oben fit ist. Jetzt können wir schon mal suchen, denke ich. Hat er was gefunden? 2 und 2 sind das. Structure and Testing, das machen wir ja gerne. Structure and Testing, Create Project, machen wir erst das Testing, weil da sind wir besser, schneller und da haben wir nicht so viele Bugs. Wenn wir das fertig haben, machen wir eine kurze Pause, dass wieder der Wert hochkommt. So, das ist 35 Design. So, dann mal los. Dann mussten wir da 350 bezahlen. Ja, danke. Und Release. Jetzt haben wir gerade wieder ein Level Up gehabt. So, das war jetzt sehr schön, dass wir das fertig haben. Und die waren ja auch beide. Ne, ist nicht beide, wir haben noch einen. Dann machen wir aber gerade hier erst. Da haben wir einen Punkt dazu gekriegt. Müssen wir das hier eigentlich erst noch lernen? Hatten wir das? Weiß ich gar nicht, ne? Ich würde schon zusehen, dass wir noch ein bisschen schneller werden eigentlich, ne? Hier haben wir Level 0. Können wir da einen upgraden? Level 1. Akzeptieren wir jetzt erstmal. Und dann müssen wir mal gerade schauen, dass wir den fertig kriegen. Akzeptieren wir den. Createn wir den. Script und Testing. Scripts und Testing. Create Project. Kurz ein bisschen auffrischen unseren Balken. Ach, das Spiel ist jetzt in Pause.
So, ein bisschen über die Hälfte darüber und dann legen wir los. So, machen wir. Das geht ja flott, hatten wir ja schon geschafft hier. Das macht er ja super gerne wohl. So, da ist er fertig. Jetzt lassen sie sich erholen erstmal wieder. Hier haben wir jetzt 35. Warten wir, bis wir eine Minute noch haben, dann legen wir los. Auf geht's. Da fliegen die Punkte jetzt erstmal. Okay, sind wir schon fertig. Release. Machen wir so gut. Krass. Ja, 1840. Wir kommen langsam mit dem Geld wieder hoch. Da sind beide fertig. Das heißt, da sind wir durch. Wir haben noch ein bisschen Dingens. Dann können wir hier noch wieder suchen. Only unlocked, okay. Nee, warte mal, lass uns das mal anders machen. Wir müssen erst noch was lernen. Und zwar... Nee, da kommen wir zu den Skills hin. Nee, das wollten wir nicht. Ich wollte ja was lernen. 150, und zwar... Relationship Database, das wollen wir lernen. So, sitzt dann eine Minute dran. Also die Pause ist drin. So, lass ihn mal da eine Minute lernen, damit wir da auch weiterkommen. Ist zwar jetzt gerade mit dem Geld ein bisschen knapp, aber ich glaube, wenn wir das nicht gelernt haben, kriegen wir diese Skills auch nicht, ne? Nee, das müssen wir doch jetzt so durchziehen und hoffen, dass der grüne Balken nicht gleich weg ist. 12... 10, 8, ja, sieht gut aus. Kriegen wir noch hin, ohne dass der grüne Balken drunter leidet. So, sehr gut. Er baut sich auch wieder auf. Ein bisschen warten wir noch, bis wir dann den hier wieder suchen können. So, jetzt müsste ja der neue dann da auch beikommen, oder? Der neue Wert. Den haben wir ja jetzt gelernt. So, 2 und 2. Script, Manual Testing. Ja, nehmen wir erstmal den. Create Project. Script und Manual Testing. Create und Manual Testing gehen wir schon rein. Unser Lieblingsprojekt. So, das ist so aus. Und wir warten, bis er ein bisschen besser wird da. Da gibt es $660 für, das ist doch cool, oder? Und dann ziehen wir mal die Punkte hier durch. Das geht auch flott. Also da kann er schon was, ne? Und das haben wir released. Gut, weg. Ist noch einer? Ja. Database. Und Simple Website Structure. Okay, das obere können wir ja noch nicht so gut. Und Database und... Was war das zweite? Ah, Structure, nicht Script. Structure. Los geht die Reise. Website Structure können wir mal loslegen. Müssen wir mal schnell fertig machen. Haben wir schon fertig. Kriegen wir auch so weit fertig, dass der die Bugs da auch raus hat. Jetzt wieder auffrischen. So, da sind wir noch nicht so gut drin hier, ne? Da müssen wir gucken, dass wir das erstmal voller kriegen. Machen wir auch wieder ab einer Minute. Go. So, da muss er sich noch... Obwohl, geht auch, ne? Auch nicht schlecht. Ich dachte, das wäre schlimmer. So, jetzt. Ah, guck mal, da ist hier 10. Schon ein bisschen anspruchsvoller. Und da ist er schon durch. So, da gab es ein bisschen Kohle für. 370 nämlich. Das heißt, das ist durch. Hier waren beide auch durch. Kann also auch weg. Fenster schließen. Wir haben noch einen guten grünen Balken. Das bedeutet, wir können hier nochmal suchen. Nochmal was finden.
Hier ist eine Komponente nur drin. Das können wir ja einmal. Ach, da unten ist auch nur eine Komponente. Okay. Akzeptiere das mal. Create. Was war das? Database. Create. Sind wir sogar relativ gut schon. Dann können wir das jetzt auch mal durchziehen hier noch. Kleine Projekte jetzt gerade. Müssen wir aber auch ganz gut hinkriegen, ne? Grüne Balken ist noch da. Oben ist voll. Jetzt machen wir hier die Zähne noch. Und dann müssen wir noch die Bugs raus haben, ne? Aber die gehen gerade mit weg. Wunderbar. Dann haben wir das Geld auch kassiert. Jetzt haben wir den zweiten. Minisoft. Ja, ist auch nochmal so eins, ne? Aber ist jetzt... Database, Create und auf geht's. Müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal anhalten, weil unsere Energie weg ist. Ja, machen wir gerade eine Pause rein, ist besser. Obwohl er schon ziemlich gut ist. So, jetzt nochmal bitte die Bugs rausmachen und Release. Hätten wir vielleicht auch so durchziehen können, ne? Gut, dann haben wir noch... Ne, haben wir keinen mehr. Sind schon beide fertig. Okay. Gut, der Dezember ist die Mitte. Jetzt suchen wir wieder. Hat er schon was gefunden? 2 und 1. Dann nehmen wir erst den 1er hier. Scripts. Scripts und starten mal los. Ah, langsam müssen wir aufpassen, wenn der Balken da runter geht, dass das mit dem Dingens nicht mehr klappt, ne? Allerdings wird er auch definitiv mit Zeit zu Zeit halt besser, ne? So, jetzt haben wir hier aber zwei Sachen. Lass das erstmal kurz weg, dass der Balken wieder hochkommt. So, jetzt akzeptieren wir das. Projekt ausbauen. Jetzt brauchen wir Script und Testing und Create Project. Testing können wir schon mal sofort anschmeißen, obwohl der Balken war ziemlich voll. Aber jetzt kommen wir schon in den Bereich, wo wir Ferien brauchen, ne? Würde ich sagen. Das ging jetzt flott. Jetzt müssen wir uns gerade wieder erholen. So, auf geht's. Zweite Runde. Okay, das kann er ganz gut schon. Jetzt noch die Bugs raus. Und Release. 450, 1590, nicht schlecht, oder? Beide abgeschlossen. Weg. Wir können wieder suchen. Ja, jetzt müssten wir mal gucken, dass wir hier... Er sucht nach aller Komponenten hier, ne? Ja, komm. Lass noch einmal machen. Gucken, was dabei rumkommt. So, 2 und 1. Dann machen wir die 1 erstmal. Testing, unser Lieblingsding. Testing, Create Project und loslegen. Kann er gleich. Ist ja 0,nix fertig eigentlich. Zwei Bugs da drin. Oh, vier waren es sogar. Haben wir nochmal richtig Geld gemacht. 660 gab es dafür. Krass. 10.000er Dingens durchbrochen. Wir sind jetzt bei 2.000. Das Geld wird jetzt tatsächlich mehr. Das Balancing hat wahrscheinlich beim letzten Update besser funktioniert. So, jetzt haben wir hier noch zwei Sachen. Kann man das anklicken? Nein, kann man nicht. Okay. 500 gibt es dafür.
Create Project. Wir brauchen Script und Database. Create das Project. Und lass erst den Balken voll werden, hat keinen Sinn vorher. So, jetzt geht's los. Haut da wieder die Bugs da rein. 14 war mal viel, ne? Aber es ist jetzt schon weniger gewesen. So, ein bisschen erholen müssen wir. Wir hier dann auch das machen können. Die Skripte gleich wieder durchziehen. So, zack. Ja, der ist schon nicht schlecht. Der hat schon ganz gut gelevelt, ne? Und da sind wir schon durch. So, jetzt haben wir schon 2200. Beide da, also löschen. Suchen. Das ist mit 260 einer. Können wir aber auch akzeptieren, egal. Create Project. Was brauchen wir? Structure. Und auf geht's. Sollte er shoppen. Ja. Mach die Bugs raus. Gib ihm eine Pause, bevor er ganz schlecht drauf ist. Und los geht's weiter. Und Release. 410 gab es dafür. Hier eben einen vergessen zu löschen, ja. So, jetzt haben wir hier noch zwei. Script und Testing akzeptieren wir. Createn hier den Script und Testing. Machen wir das Projekt. Manual Testing können wir schon mal loslegen. Kurz gucken, wie weit wir da kommen. Ist abgeschlossen, kann er sich erholen. Ja, kriegen wir hin. Gut. Aber wir sind kurz vor den Vacations, denke ich mal. Der März ist gleich rum, dann sind wir wieder unter 2000. Loan Bait, ja. 2190 haben wir jetzt gerade geschafft. So, jetzt ist die Frage, das ist durch. Komm, einmal geht noch. Und dann müssen wir in Urlaub. So, da ist einer. Structure. Structure machen. Project machen und starten. Sich kurz erholen lassen. Bringt sonst nichts, ne? Ah, dann und die Bugs raus und releasen. Was hat er denn jetzt alles hier? Der Verkäufer ist klar. 260 haben wir added. You've got 80 Fenster zugekriegt. Alles ist gut. So, zweite Position kostet richtig Geld. Ja. Haben wir akzeptiert. Machen wir hier. Structure and Testing brauchen wir. Und Create Project und Manual Testing lassen wir jetzt laufen. So, stopp. Er ist schon ziemlich mies drauf. Hat er sogar fertig geschafft. Okay. Müssen wir jetzt durchziehen. Kurz wieder aufladen. Weiter geht's.
Oh, das wird stressig gerade. Oh, er ist schon fertig. Gut, dann haben wir das geschafft. Das kann weg. Da haben wir beide accepted. Wir haben 2650, ist auch ein bisschen mehr. Und wir schicken ihn in die Vacations. Was ganz dringend nötig ist. Ja, würde ich sagen, sind wir so ganz gut fix unterwegs. Ich werde jetzt das Spiel mal noch ein bisschen in der Pause lassen, sozusagen. Ein anderes Projekt danach, hier Tropico war ja noch dran, dann machen wir weiter. Und wenn das gelaufen ist, dann gucken wir hier noch mal rein. Ich spiele dann vielleicht ein, zwei Runden ohne euch, damit wir mal an die Summe kommen, hier um einen zweiten einzustellen, eigene Dingens zu gründen. Wie heißt es? Eigene Gesellschaft zu gründen. Ne? Das machen wir dann mal. Alles klar, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Runde dann. Ich bedanke mich echt herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Was haltet ihr vom Spiel? Ist jetzt ein bisschen geupdatet wieder. Sieht ein bisschen anders aus. Wird also weiterentwickelt. Das ist schon mal cool. Und teilt das Video auch gerne auf anderen Plattformen. Dann kriegen wir mit, dass DevLife zu kaufen gibt demnächst. Alles klar. Ich glaube, 21. August war das 20, ne? Alles klar. Bis dann. Ciao.